Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir zusammen mal die reiche Peter Griffin Challenge in Fortnite. Wie die aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ladies and Gentlemen, willkommen zur reichen Peter Griffin Challenge. Und was gehört bei reichen Leuten immer dazu? Genau, Butler. Und diesmal habe ich auch einen dabei. Und zwar ist das BadPlay123 alias Zeus. Mann, was geht's? Du hast heute die seltene Aufgabe, dass du mir goldene und mythische Waffen rankast. Ich werde dir Biggies besorgen und kaufen, weil ich habe ja Kohle ohne Ende. Wir werden gleich auch mit meinem Lamborghini hier rumfahren. Und wenn wir es schaffen sollten, werden wir auch ein paar Bots rekrutieren. Ich werde aber selber erst kämpfen, sobald ich wirklich mythische oder goldene Waffen habe. Weil ich sag dir ehrlich, drunter fange ich nicht an. So, ich kaufe mal ein bisschen ein hier. Bisschen Shopping-Tour. Brauchen wir Medikits? Ja, ich kaufe einfach, oder? Ich meine, ich bin reich, ey. Dann heile ich mich mal eben. Ich würde auch sagen, ich laufe gar nicht so schnell rum. Weil reiche Leute, die brauchen eigentlich nicht mehr schnell laufen. Du machst das schon da hinten, ne? Ich würde sagen, als erstes besorgst du mir mal die Medaille von Peter Griffin und seine Pumpgun, weil ich bin ja Peter Griffin. Machen wir. Und ich guck dir zu. Ach, du kannst mir noch ein paar Materialien abfarmen, damit ich mich verteidigen kann? Frag ich eigentlich das Befehl, Mann. Mach ich. Los, hol mir Materialien her. Und ich sonne mich jetzt hier ein bisschen. Gut, ich könnte auch mit meinem Segway rumfahren. Was machen Reiche doch, oder? Was machen Reiche eigentlich den ganzen Tag? Die arbeiten doch nicht mehr. Shoppen. Stimmt. Geld ausgeben und so. Gleich mal nachgucken, wenn die Wachen tot sind, ob ich dann ein paar Lambos kaufen kann oder umwandeln kann. So ist das, Leute. Das Leben als Reicher ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Da bist du ja super. Guck mal. Das waren jetzt nicht mal 2 Minuten. Du bist sehr produktiv. Ich sag dir ehrlich, die Challenge gefällt mir jetzt schon richtig gut auf jeden Fall. Oh ja, hinter dir ist auch noch einer. Der greift mich gerade auch ein bisschen an. Aber du schaffst das schon, ne? Sehr gut, dankeschön. Hat nur graue Waffen gedroppt. Guck mal, du hast sogar eine Treppe darunter gemacht. Das ist echt legendär hier. Ich mach mal kurz den Lambo schon mal klar. Reiche fahren auf jeden Fall mit Lambos, klar, ne? So, hier, du kannst dich eindecken, weil du bist ja der Angriffspart hier. Das machen reiche Leute auf der Arbeit, Mann. Wenn die keinen Bock haben, was zu machen, die drehen sich einfach den ganzen Tag. Leute, ich habe ihn eingekauft. Er kriegt, wenn er das schaffen sollte, von mir ein V-Buck. Ja, Reiche haben nichts zu verschenken, Mann. Okay, ich lasse dich hier 10 Sekunden allein. Du hast alle ausgeschaltet. Wir treffen uns beim Lambo einfach. Jo. Das ist ja richtig geil, Mann. Du hast schon richtig Laune. Stimmt, die mythische Waffe kannst du mir geben. Dann kann ich auch endlich fighten. Und ich würde sagen, du fährst mich auch rum, ne? Easy. Sollte ich selber Autos fahren? Ich glaube, reicht, die fahren auch gar nicht mehr. Ich bin rein! So, mein Butler, dann fahren sie mich jetzt zum nächsten mythischen Item. Sogar mit Tür aufmachen. Ich fühle mich ja richtig zu Hause gerade. Wir können ja gleich beim Heilautomaten, wenn wir da hinten sind, auf jeden Fall nochmal neue Biggies kaufen. 1400 Gold habe ich auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, ich bin so neureich. Nicht wie diese Oldschool-Opis einfach, die so Billionäre und Milliardäre sind auf ihren Privatinseln. Ah, da ist der Heilautomat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass hier einer ist. So, wir können weiterfahren. Das ist wirklich so, Reiche geben einfach nur Geld aus. Muss sagen, dass du ziemlich gut fährst aktuell. Ich bin zufrieden mit deiner Arbeit. Sehr nett, dankeschön. Ich bin nur ein bisschen komisch, dass mein Hut ein bisschen rausguckt. Aber das ist, glaube ich, normal. Wir können dann im Verlauf der Runde noch das Auto wechseln irgendwann. Zum G-Klasse? Ja, wobei Lambo Statussymbol eigentlich, ne? Machen wir doch nicht. Vergiss es wieder. So, dann würde ich sagen, als nächstes klatschst du die hier weg. Die haben ja anscheinend den Boss schon gekillt. Das heißt, du kannst ein bisschen Chimichanga machen. Ich überlege mir dann, ob ich dir helfen werde. Alter, hier ist schon einer. Der geht schon voll auf mich drauf. Ich mache so nochmal. Okay, der ist weggelaufen. Was ist das denn für einer gewesen? Der greift hier reiche Leute an. Der spinnt ja wohl. Zeus, fass los. Schnapp ihn dir. Sehr gut. Das hat er jetzt davon. Du kleiner, ekliger Mann. Boah, was ist das denn für einer? Der sieht ein bisschen schwitzermäßig aus. Stimmt, reich essen auch den ganzen Tag. Ich glaube, die haben sich wiedergeholt. Ein Fett erwischt. Hier ist einer neben mir. Oh mein Gott. Ich habe halt nur noch einen einzigen Schuss. Der war noch. Ist ja gerade richtig ab. Was ist denn das für eine Situation hier? Das hat ein bisschen komisch. Einer ist oben. Habe ihn fett erwischt. Der hat nichts mehr. Der hat 177 Damage kassiert. Ich wollte eine war neben mir. Nice. Wo ist denn der andere jetzt hin? Hat er sich eingeboxt? Oh mein Gott. Komm her. Warte. Komm her. Ja. Oh mein Gott. Auf dich ist Verlass. Guck dir das mal einer an. Einfach das nächste mythische Item. Wo ist denn der Schlawiner hier? Der haut hinten noch ab, ne? Kann gut sein. Hast du Medkit?
Ja, hab ich. Bitte sehr. Ist jetzt echt am Weglaufen? Reichen sind ja meistens auch immer so Jäger, ne? Weil denen so langweilig ist. Digga, kannst du jetzt einfach mal sterben, Junge? Der nervt uns langsam ein bisschen. Oha, oha. Was passiert hier gerade? In erster Reihe einfach. Let's go. Also ich glaube, die wollten mich überfallen. Gut, dass du da bist. Ich höre hier voll die Steps die ganze Zeit. Ja, die sind unten. Let's go. Weg mit dir, Junge. Du störst unsere Vibes hier. Gibt's hier noch einen neuen Lamborghini? Gar keinen Bock mehr auf den alten. Ich glaube, ich werde einen neuen basteln. Kaufen. Okay, ich warte im Auto auf dich. Ich könnte schwören, hier wäre noch einer gewesen, aber ich weiß nicht genau. Ach stimmt, du hast noch Metz dabei. Du bist ja der Heftigste. Und eine Krone sogar noch. Es wird ja immer besser, Mann. Du bist ja jeden Cent wert, Mann. Das ist ja gigageisteskrank. Okay, es gibt noch zwei Medaillen, die anscheinend irgendeiner gesneakt hat. Und bei Lavish Liar, wie auch immer, können wir noch die dritte holen. Aber ich überlasse dir, wo du hingehst, weil ich merke schon, du hast diesen Killerinstinkt in dir gerade. Und das gefällt mir. Ich will sie alle. Das ist doch mein Mann hier. Aber es geht nicht auf der Insel ab. Einfach mal auf die Jagd gehen. Stimmt, das ist auch voll cool, Mann. Genau, farbe ich mal zu denen. Dann sneak ich die einfach hier weg mit meinen mythischen Waffen. Da ist auch noch einer. Mach kein Auge hier. Wow. Er schießt einfach den Lambo an, dein Ernst? Da drüben noch. Jo. Ist auch tot, nice. Hier sind irgendwie die meisten Gegner immer wieder. Ich weiß aber nicht warum. Ist nicht schlimm, dass er einen Platten hat. Wir kaufen gleich einen neuen. Ja, gehen wir auf G-Klasse, ne? Würde ich auch sagen. Ich gehe extra nach hinten. Guck, wie das aussieht, bitte. Geil, das passt auch viel besser. Vielleicht sollten wir für den Rest der Runde G-Klasse fahren. Reiche sitzen immer hinten. So ist das einfach. Ja. Eingepackt. Ne? Perfekt. Die sind bestimmt unten, oder? Meinst du, die sind unten drin? Ja. Ja, ja, ne? Ja, wir machen alles. Achso. Ja, du fährst oben. Guck mir das mal an, was hier so abgeht. Also, ich habe auf jeden Fall 4 zur Verfügung. Dort ab. Ah, ich sehe es. Alarm! Einmal getroffen. Ah, ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Genau, wenn der. Ach, der ist alleine. Perfekt. Ja, wir sehen. Ja, den schnappen wir uns jetzt. Den werden wir fangen wie ein Pokémon. Der chillt hier noch. Und runter. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Das? Boah, Alter, okay. Boah, er hatte 2 auf einmal. Perfekt. Vielleicht habe ich jetzt 4, ne? 1 fehlt, glaube ich, noch. Dann haben wir es einfach. Doch, die mythische Pump. Die Waffen gar nicht mitgenommen sonst, ne? Ah ja, egal. Die Waffen müssen da noch liegen. Willst du die haben? Die liegen da bestimmt noch. Ja, können wir mal kurz gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein paar leben ja doch. Also ich muss sagen, das ist bis jetzt einer der geilsten Challenges, die ich Kapitel 5 gemacht habe. Das macht ja wunderbar Lust und Laune hier. Ich guck mal unten im Tresor, ob da noch irgendwas ist. Ich habe die da weggeworfen. Ja, hier liegt irgendwas Mythisches. Zumindest eine Waffe. Aber hier ist noch Gold. Ich gehe mal kurz an meine Reserven dran. Vielleicht brauchen wir die noch. Könnt ihr versuchen, noch einen Bot zu rekrutieren, der uns hilft. Obwohl, ich glaube, du brauchst eigentlich keine Hilfe. Eigentlich ist das nur stören. Die Gegner sind besser, als ich erwartet hätte. Oh, das ist noch ein Medikit. Ich klau das mal eben. Aber warte mal, ich klau das überhaupt nicht. Hä? Reicht die klauen überhaupt gar nicht? Also wahrscheinlich schon, aber die machen das halt clever. Wir fahren gleich einfach zu einem Heal-Automaten. Soll ich da kurz ranfahren? Ja. Ach, guck mal, Lambo, Schmutzauto, ey. Braucht doch keiner mehr. Sehr gut. Perfekt. Guck mal, genau vor die Türe einfach. Besser geht's doch gar nicht. So, einmal heilen. Ich könnte noch ein bisschen was mitnehmen, oder? Ich mach einfach Biggie hier. Biggie, Biggie Time. Also, wenn die mich jetzt down machen, dann, da weiß ich auch nicht mehr. Dann spiele ich, glaube ich, nie wieder Fortnite oder so. Ich habe 6 Biggies dabei und habe 4 Medaillons einfach. Und dazu noch mythische Sachen. Ey, wie sind die auf dem Zug drauf? Sind die auf dem Zug, oder? Die bewegen sich voll schnell vorwärts. Ja, die sind echt da oben. Da oben, die springen da oben rum. Geil, die schnappen wir uns. Die sind runter, oder? Ja, die sind runtergesprungen. Die sind unten. Oh, sind da. Gott. Oh, einer ist noch hier oben. Falsche Waffe, was mache ich hier gerade? Einer dead. Nice. Der andere ist da auf der Brücke drauf. Okay. Das war ja auch nicht, war gar nicht der Typ, der gerade irgendwie alle gekillt hat, den du mal eben weggesmackt hast. So, Kollege, wir kommen jetzt rüber zu dir. Das sieht gefährlicher aus, als es ist. Eigentlich Spaß. Es ist genauso gefährlich. 20? Nice. Der hat's, glaube ich, auch zurückgeschossen. Das war ein anderer. Ich sehe nicht mal die Schüsse gerade. 120?
So, ich habe ihn abgestaubt. Tschüss. Er spinnt ja wohl. Er könnte uns eigentlich auch den Sieg schenken. Junge, was ist deine Mission am Ende jetzt hier noch? Ah, er hat das letzte Medaillon. Der Gauner, ey. Ich würde sagen, du fährst mich mal kurz rüber. Es bleibt auch gar nicht auf uns. Hör doch auf, Junge. Du weißt gar nicht, wie du vor dir hast, Mann. Ich bin der reiche Peter Griffith hier. Du kannst dich uns anschließen. Ich kaufe dich einfach für 5 Diamanten. Versuch mal, irgendwie ein bisschen Schritt zu halten. Ist aber schwierig. Oh mein Gott. Okay, okay. Ich habe kurz ein bisschen Pause. Alter, was sind das für Gegner hier? Das Gute ist, ich heile gerade mit den Medaillons schon wieder. Ich bin gleich wieder auf den Füßen. Ist das hier Skirmish oder was ist das hier? Ich hab ihn Fullbox, ich hab ihn Fullbox. Wir laufen beide rein, okay? Okay, okay. Warte, warte, warte. Ich schieße einfach weiter auf ihn. Jetzt. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich blick hier gar nicht durch, aber egal. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben alle 5 Medaillons zusammen. Ich bin ein bisschen gerade... Vielleicht trägst du mich einfach ein bisschen. Ja, 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 perfekt. Das wollte ich sowieso mal gemacht haben. Sonst musst du mich gleich einfach reinschubsen oder so. Geil. Wofür denn auch selber laufen, ne? Ich meine, auch das ist voll overrated, wenn man reich ist. Trag dich überall hin. Runde, genau. Okay, es sind noch 3 andere Gegner. Ich bin mal gespannt, auf was das jetzt für Kaliber sind. Also der Typ gerade war auf jeden Fall schon ziemlich heftig unterwegs. Was meinst du, welchen Fortnite-Rank der hatte? Platin Diamonds. Ja, könnte sein. Die sind, glaube ich, vor uns, ne? Da irgendwo. Ich habe da einen gesehen. Ich glaube, Jeff Bezos oder so, der Typ von Amazon, der joggt auch ab und zu. Kann ich auch mal ein bisschen was machen. Ich glaube, die sterben jetzt gleich alle. Das ist eine gute Idee. Ich will auch nicht zu viel laufen. Oh. Da ist der ins Netz gelaufen. Das große Finale. Achso. Da schießt irgendeiner. Achso, ja, ich hol die jetzt einfach. Perfekt, Mann. So, den letzten jagen wir jetzt noch. Oh, da ist er schon. Let's go. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Tragt meinen Creator-Code ein. Und let's go. Ultimative reiche Peter Griffin Challenge. Wobei ich sagen muss, das Auto sieht nicht gut aus irgendwie. Aber wie geil ist das bitte? Alle Medaillons zusammen, die besten mythischen Waffen. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Du hast dir deinen V-Buck auf jeden Fall verdient.